Professor Schnabel, Sie haben gerade auf der Kapitalmarktkonferenz über mehr Investitionen für Deutschland und Europa gesprochen. Wir nutzen jetzt die Rückfahrt zur Uni Mainz, um Ihnen noch ein paar Fragen zu stellen. Was braucht in Ihrer Meinung nach die deutsche Wirtschaft, um konkurrenzfähig zu bleiben, um nachhaltig wachsen zu können? Ja, für das Wachstum in Deutschland ist es ganz besonders wichtig, dass investiert wird. Und um die Investitionsbereitschaft der Unternehmen zu verbessern, sind die Rahmenbedingungen ganz entscheidend. Also denken wir beispielsweise an flexible Arbeitsmärkte, an nachhaltig finanzierte Sozialversicherungssysteme, an eine verlässliche Energiepolitik oder natürlich auch eine funktionierende Infrastruktur. Hierbei kommt dann auch den öffentlichen Investitionen eine große Bedeutung zu, denn diese Infrastruktur muss ja durch den Staat bereitgestellt werden. Zum anderen halte ich es für außerordentlich wichtig, dass die Unsicherheit für die Unternehmen reduziert wird, dass also die Politik langfristige wirtschaftspolitische Strategien formuliert, die den Unternehmen eine gewisse Verlässlichkeit geben. Die EU-Kommission strebt eine Kapitalmarktunion an, um Unternehmen einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt zu gewähren. Wie ist Ihre Einschätzung zu dem Thema? Wie betrifft es die deutschen Unternehmen und die deutschen Banken? Also zunächst einmal halte ich es für sehr wichtig, dass die Kapitalmarktfinanzierung gestärkt wird im Rahmen der Kapitalmarktunion. Da geht es um zweierlei Dinge. Zum einen kann man die Widerstandsfähigkeit der Ökonomie erhöhen, weil dann eben in einer Krise, in der beispielsweise die Banken nicht in der Lage sind, Kredite zu vergeben, Ausweichmöglichkeiten bestehen. Das heißt, die Finanzierungsquellen können also besser diversifiziert werden. Der zweite wichtige Punkt ist die Gründungsfinanzierung. Also gerade der Bereich der Gründungsfinanzierung ist in Deutschland noch nicht so gut entwickelt und da kann die Kapitalmarktunion einiges leisten. Wird sich vor diesem Hintergrund die Rolle der Banken in der Unternehmensfinanzierung ändern? Natürlich ist es so, dass sich dadurch zunächst einmal auch der Wettbewerb erhöht, weil dann eben Unternehmen auch die Möglichkeit haben, sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Dennoch wäre meine Prognose, dass die Bankfinanzierung wichtig bleibt. Denn Banken sind eben besonders gut in der Lage, mit Problemen asymmetrischer Information umzugehen. Das heißt, gerade für die kleineren Kreditnehmer, die also nicht so transparent sind, wird die Bank nach wie vor die Finanzierungsquelle der Wahl sein. Andererseits spielen die Banken natürlich auch im Kapitalmarktgeschäft eine wichtige Rolle. Ich meine, denken wir an diesen ganzen Bereich der Verbriefungen, da hat man ja sogar also direkt eine Beteiligung von Banken und eben von Märkten. Das heißt, es geht gar nicht immer um die Frage Banken oder Märkte, sondern häufig müssen eigentlich beide zusammen agieren, um eben die Finanzierung zu gewährleisten.